Herzlich willkommen, Freunde. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von diesen zwei Leute. Hi. Hi, wir sind wieder da. Bei Wind und Wetter und lächerlichem Wetter, ja. Wie immer sind wir für euch wieder da. Und wenn es heißt Neueröffnung in Köln. Ja, stark. Ey, die Läden hier, ne, in Köln, die machen gerade gefühlt jede Woche, jeden Tag auf. Ja, ne? Ja, also man das merkt. Das ist krass. Ja, ja, es kommt auf jeden Fall, ne? Köln wird Berlin. Also Köln war. Nein, Köln wird Berlin. Nein, definitiv nicht. Köln da. Definitiv. Leider nicht. Leider nicht. Aber mittlerweile hat echt Köln sehr viel zu bieten. Ja. Und deswegen haben wir uns wieder auf die Suche gemacht nach Neueröffnungen, nach neuen Produkten, die rausgekommen sind. Und da haben wir wieder zwei, drei Spots und Läden und Neuigkeiten für euch herausgesucht. Nicht so wie letztes Mal, wo alles geschlossen. Also, wir wollen kein Auge auf unser eigenes Video legen jetzt, ne? Wir hoffen, dass wir alles heute wieder probieren können. Also nicht wie letztes Mal. Und wir fangen auch direkt deftig an. Und zwar hat ein... Das kennst du. Du hast mir das so gesagt, hast mir geschickt. Ey, Bruder, wir müssen da unbedingt... Ja, kennen. Also ich kenn's nicht. Ich weiß nur halt, es ist ein türkischer Laden. Der macht türkisches Food, ne? Also Grill, dies und das. Ich glaube, der macht so. Adana. Ja, ja, so. Also Grillteller, Adana, dies und das. Safe Baba heißt der Laden, hier auf der Bonner Straße, direkt hier am Kreisverkehr ist der, auch wo Smoke Nation, die Shisha-Bar und genau. Fressnapf Fabius Dings Fressnapf ist. Ist auf jeden Fall direkt hier, ne? Auch der Mac ist es, auch du. Auf jeden Fall. Fangen wir mit Safe Baba an. Nicht viel reden, sondern machen. In diesem Sinne sehen wir uns gleich im Laden. So, Freunde, hier haben wir das gute Stück. Sag mal, was wir bestellt haben. Adana Dürüm. Mit gemischten Salat, Tzatziki und Schaf. Weißt du, mit was man das vergleichen kann? Ha? Leute, man kann das auf jeden Fall mit den Kebabland vergleichen. Ihr kennt ja, man kann ja auch da ein. Nein, ich meine, aber da kannst du ja auch Nein, ein. Nein, ich meine, sag dir warum. Ja, Dürüm. Du kannst ein Dürüm holen, Bruder. Das ja. Wollte ich sagen. Dass man das genau das gleiche hat. Aber hier sind zwei Spieße, glaube ich, drinnen. Von der Portion her ist groß. Muss ich wirklich sagen. Und wir haben 10 Euro gezahlt. Mm, ist okay. Aber das ist eine Pizza, ne? Was so. Sag mal so, unter 10 Euro kriegst du glaube ich gar keinen. Ja, ich weiß nicht, wie viel kostet Kebab? Ja, Bruder, Kebab kannst du nicht zählen, Alter. Aber Kebab ist nicht so groß. Und bei Kebab mag ich das Brot nicht, weil die haben so Wrap-Brot. Ja. So Fertigbrot. Bei denen ist das selbst gemacht. Sehr lecker. Ja, sehr lecker. Ich glaube, du hast das Brot selber gemacht, hast du Mein gesehen? Meine ich ja. Brot ist selber gemacht. Fleisch schmeckt auch gut. Oha. Also ich finde den echt gut, ja. Wow. Hähnchen kostet 8er. In Brot, Fladenbrot kostet auch 10 Euro. Kann man nicht meckern. Ist eine gute Portion, ne? Also Adana schmeckt sehr, sehr gut. Mhm. Das Fleisch ist sehr gut. Schön gewürzt. Nicht zu scharf. Die Soßen kommen gut. Ist nicht zu trocken. Passt alles. Stark. Top. Also wir haben schon mal sehr gut angefangen. Wird nicht mehr beim ersten Besuch bleiben. Was zu trinken, aber... Ja, ja. Ist der Verlierer da. Nein, der ist da, der geht gerade nicht runter. Freunde, Empfehlung geht definitiv raus. 100%. Ey, das war sehr, sehr lecker. Ich sagte nur Sie für mich... Sie haben den verschlungen, ha. Warte, ich sagte nur für mich, ich hätte mir gewünscht, dass er etwas verbrannt, also ein bisschen das Fleisch... Oh Gott. Ja. Ich hätte mir nur eine Sache hätte ich mir gewünscht, weil ich das aber persönlich mehr mag, wenn das Fleisch ein bisschen... Aber das kannst du ja sagen. Das ist ja nichts, was man nicht ändern ja, kann. Ja, ich weiß. Hätte ich sagen sollen. Demnächst sagst du einfach, belässt das bitte ein bisschen mehr auf dem Grill. Bisschen mehr auf dem Grill. Ja, und dann, ja. So mag ich das am liebsten. Aber geschmacklich war... Finde ich auch. Geschmacklich war der sehr gut. Also wirklich Herzensempfehlung. Geht raus. Safe Baba, Bonner Straße. Kommt ihr hin. Macht euch selbst ein Bild. TÜV-Siegel auf jeden Fall. Drauf. Wir versuchen jetzt, die Jindawi Bowl zu holen. Die neue Jindawi Bowl. Also wir fahren jetzt zur Wonderwaffel und versuchen unser Glück. Bis gleich. Bis gleich. Leute. Meine Schuld mal wieder, ne? Ja, ja. Hätte ich mal besser zugehört, hätte ich mal lieber besser die TikToks mal ganz genau angeschaut. Leider sind die Coco Bowls erst in Freitag bei uns verfügbar. In Berlin schon. Ja, der Kollege guckt einfach in anderen Ländern so, das ist verfügbar. Und da denkt er sich, in Köln ist es auch schon verfügbar. Ja, weil ich mir denke, Wonderwaffel, aber anscheinend ist es nicht. Ein Recherche-King bist du, ja, ein Recherche-King. Ja, du bist doch dafür zuständig. Deswegen habe ich dir auch in anderen Laden normalerweise empfohlen, aber du meinst, nein, lass die Coco Bowl testen. Nutz die Info. Komm, auf jeden Fall, wir gehen jetzt, warte, zu... Pufu. Ja. Pufu. Das sind diese... Koreanische Pancakes, glaube ich, oder? Japanische, koreanische. Das sind diese Soufflé-Pancakes. Diese, kennt ihr, diese hohen, die so wackeln. Hat auch bei uns neu eröffnet in Ehrenfeld. Wir sind hier gegenüber vom Netto. Und wir schauen mal vorbei.
Also, wir haben jetzt hier, das sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Das sieht sehr gut aus. Das sind doppelt, ne? Ja, Doppeldecker. Also, die werden immer zwei gemacht, so. Und dann ist oben Nutella drauf und Erdbeeren. Und ich hab, du hast einmal Choc, ne? Hier. Boah, guck mal, guck dir das an. Das ist einfach eine Wolke. Das ist krass. Jetzt macht er, Ja, guck, ich wusste es. Ja, sehr gut. Es ist gutes Zeug, ne? Gute Zeug? Ja, sehr gut. Grüße gehen raus an das Team, an die drei. Sehr lecker, oder? Oh, das ist immer mal krass. Krass, ne? Ja, für mich war nicht so viel, das war krass. Oha, wie fluffig ist das denn? Ich sag doch, das schmeckt krass lecker. Krass, ne? Oh, wie weich ist das? Das ist auf jeden Fall der beste Pancake, den ich in meinem Leben gegessen habe. Ich habe hier den Special One mit Lotus. Der Special One ist mit Lotus Crumble und Lotus Keks. Das ist schon Food Porn, ja. Das schmeckt so wie... Du bist am Verschlingen, hör mal auf. Ja, immer mal lecker. Das schmeckt einer wie so... Auf Wolke? Ne, wie so amerikanische Highschool-Serie. Mhm. Das hast du mal gesehen, hast, du hast das aber nie bekommen. Korrekt. So, wir haben... Boah! Kommt aber erst morgen früh. Freunde, vertraut mir einfach, kommt hier hin. Das ist krass. Walla, das ist krass. Wir warten jetzt auf Oreo und Classic. Und danach platzen wir. Und dann war es das auf heute. Auch bitte, wenn ihr hier hinkommt, ihr müsst mit einer kleinen Wartezeit rechnen, denn alles, was gemacht wird, also jede Bestellung wird frisch gemacht. Und frisch heißt nicht, die tun das jetzt neu auf die Herdplatte drauf, sondern die schlagen sogar die Eier frisch. Das hat den Hintergrund. Wenn die Eier zu lange stehen, schon geschlagen, werden die nicht so fluffig. Die Masse sinkt dann wieder. Die Masse sinkt. Und deswegen müssen die das halt frisch machen. Damit ihr halt so ein krasses Ergebnis bekommt. Und das Ergebnis ist wirklich sehr, sehr gut. Aber wirklich, ich habe jetzt hier Classic mit Puderzucker und Honig. Probieren wir das mal. Krasse Stück hast du bekommen, ne? Die Kunst dahinter ist, dass es nicht nach Ei schmeckt. Weil im Endeffekt sind das Eier. Und viele Eier. Genau. Das ist echt krass. Guckt euch mal diese Kalorienbombe an, ja. Das ist so einfach eine Wolke. Wow. Aber wirklich, die haben mich gerade extrem überrascht. So ein kleiner Laden, so süß und so. Die haben auch noch neu auf, ich glaube so eine Woche. Eine Woche? Ja. Auch gut. Und das Beste, es ist Nutella. Ja. Original Nutella. Kein Nussli, kein Nutoco, keine Ahnung was. Die sparen Nutella. Nicht an den falschen Stellen. Probier mal dein Eis Matcha Latte. Ist ja auch immer zu spät beim Pilates. Wir haben hier ein Strawberry Matcha Mission. Ja. Auge, ja. Du schmeckst alle Komponenten raus. Das schmeckt gut. Mhm. Da kommt ein bisschen mehr Geschmack raus. Ja, auf jeden Fall mehr. Und der ist ein bisschen vergleichbar wie mit dem von Dulnay und Sarah. Wir haben den auch probiert. Der Unterschied ist, Dulnay und Sarah benutzen einen selbstgemachten Püree, Sirup, wie auch immer man sich das nennt. Und das schmeckst du dann hier raus. Und der Unterschied ist hier, du schmeckst hier noch ein bisschen dieses Erdige vom Matcha. Der ist intensiver vom Geschmack her. Der ist intensiver vom Geschmack. Weil der Kaffee ist auch lecker. 10 von 10 Laden, 10 von 10 Personal. Kommt ihr hin, holt euch definitiv diese Soufflé-Pancakes. Die schmecken geisteskrank lecker. Und in diesem Sinne, Freunde, war es auch mit dem Video. Ein kurzes, aber knackiges. In der Kürze liegt die Würze. In diesem Sinne, Freunde, checkt unser Kanal ab. Checkt unser TikTok ab, unser Facebook haben wir nicht. Instagram, alles, wo diese zwei steht, checkt das ab. Leute, danke für die 10k auf TikTok. Ja. Das hat uns sehr gefreut. Deswegen checkt auf jeden Fall die TikTok-Videos ab. Wir machen sehr leckere und einfache Gerichte. Und jeden zweiten Tag kommt ein sehr leckeres Gericht. In diesem Sinne sehen wir uns wieder, wenn es heißt. Diese zwei sind wieder dabei. Ciao, macht's gut und die Kopflos.